Karte wurde aktualisiert. Ja, wir müssen da jetzt irgendwie darüber. Okay, das machen wir schon irgendwie. Du könntest mir jetzt hier auf der Stelle einblasen, dann wäre alles okay, meine Kleine. Ja, dann wärst du gleich, dann wärst du mir nichts mehr schuldig, ja. Aber in dieses Spiel geht es ja leider nicht. Aber in Wirklichkeit, ja, da würde ich dir jetzt sowas von rannehmen, also. Hallo und herzlich willkommen zurück bei I Am Alive, da sind wir wieder und ihr wisst natürlich, nur echte Männer schreien wie kleine Mädchen. Bei den letzten zwei Parts, Leute, war die Facecam leider nicht dabei, weil mein, ja, Webcam-Aufnahmeprogramm sich gedacht hat, fick dich, du Arschloch, ich nehme den Ton nicht auf. Ja, deswegen, hat es den Ton nicht aufgenommen, ja, und deswegen kann ich das natürlich dann schwer synchronisieren und diese ganze Arbeit wollte ich mir nicht wirklich antun. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, verzichtest mal bei zwei Parts auf Facecam, scheiß der Hund drauf. Ihr seid wahrscheinlich eh froh, dass ihr meine hässliche Fresse euch nicht anschauen müsst. Und ja, weiter geht's. Mein Mikro ist wieder ein bisschen zu weit unten, ja, aber egal, werde ich dann später dann wieder mal richten. Ja, weil mein Ständer ist ein bisschen schwach, ja, da steht nicht richtig, ja, da hängt so ein bisschen. Und dann muss ich das ein bisschen verbessern hier. Ja, so leicht schräg ist er, ja, und leicht schräg, das mag keiner. So. Jetzt muss ich mich hier noch ein bisschen hochheilen, Leute, weil ich habe gerade wirklich nicht viel Leben. Und wenn man nicht viel Leben hat, dann ist das scheiße. So, nehme ich hier den Obstsalat, aber warte mal, da füllt mir auch meine Ausdauer auf. Nee, dann warte mal noch ein bisschen. Da warte mal noch ein bisschen. Und jetzt muss ich mal gucken, Scheiße. Okay, hier geht's wohl gleich in die Action, Leute. Alter, pass auf. Nein, ich wollte ihn haben. Scheiße. Shit. Alter, jetzt kommen gleich zwei mit Pistolen daher. Ich meine, was soll der Scheiß, Alter? Da kommen zwei mit Pistolen daher. Wie soll ich mit der werden? Ich habe gar keine Munition. Oh, scheiße. Das geht jetzt gar nicht gut. Okay, okay, jetzt habe ich doch, jetzt habe ich noch zwei bekommen. Also irgendwie kommt mir vor, das Spiel gibt mir immer genau so viel, damit ich irgendwie überleben kann. Ja, kommt mir gerade so vor, irgendwie spontan. Dass mir das Spiel immer genau so viel gibt, dass ich hier irgendwie eine Chance habe, mich zu wehren und irgendwie da zu überleben. Von Situation zu Situation. Okay, da kommen sie jetzt schon. Ich werde jetzt dann gleich losballern müssen. So, da ist er schon. So, gleich hier wechseln. Komm her. Yes. Sehr schön. Yay, wir haben jetzt eine Gasmaske, Leute. Wir können jetzt länger hier im Staub irgendwie aushalten. Wunderbar. Okay, wo ist jetzt... Nee, warte mal. Wieso hast du mich jetzt auf einmal darüber hingesetzt? Mann, ich muss hier noch Munition einsammeln gehen und meinen Pfeil holen hier. Leute, Scheiß. Das geht nicht. Okay, alles klärchen. Wir können jetzt... Ja, mit der Gasmaske können wir super aushalten hier im Staub. Das ist natürlich wunderbar. Wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir darüber kommen. Das wird, glaube ich, nicht allzu leicht. Aber wir machen das schon irgendwie, wie immer. Ich muss halt gucken, wo ich da am besten langlaufe. Ja, ob ich dann da gleich rüberlaufe? Okay, ich weiß nicht, was da wirklich das Beste ist. Ich muss zur Second Avenue. Mal schauen, wie ich da hinkomme. Es ist auch noch dunkel, Leute. Ich sehe hier also auch nochmal extrem erschwert etwas. Das ist natürlich gar nicht gut. Ich muss halt hier gucken, dass ich mich hier irgendwie... da orientiere. Ich kenne noch ungefähr den Weg, wie ich davor gelaufen bin. Das heißt, ich werde hier nicht so viel Probleme haben. Ja, ich weiß jetzt ungefähr, wie ich da zu den Gebäuden rüberkomme und dann weiß ich ungefähr, wie ich dann von da aus wieder weitergehe. Okay, meine Ausdauer fühlt sich eben hier nicht wieder, aber sie geht auch nicht so schnell weg, wenn ich gehe. Also schaut mal, wenn ich normal gehe, dann ist das kein Problem, Leute. Dann werden wir halt hier ein bisschen einen chilligen machen hier. Einen auf chillig und werden jetzt halt nicht so viel rumlaufen, damit wir hier halt auch länger überleben. Ich glaube, das ist ja auch sinnvoll. Anstatt hier durchzurushen wie ein Vollidiot, ja, müssen wir halt da ein bisschen langsamer rangehen. Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock, so langsam zu laufen. Wartet mal, da vorne kann ich ja eh gleich nach oben. Dann sollte ich wieder die Maske ablegen können und normal weiterlaufen. So. Sehr schön. Jetzt werde ich auch der einen Frau helfen, falls die noch lebt, weil jetzt habe ich... What the fuck? Okay, da ist irgendwas passiert. Irgendeine fette Explosion, Mann. Scheiße.
Jetzt werde ich der Frau helfen, falls sie immer noch da sein sollte, weil jetzt kann ich ja ihr die Handschellen wegschießen. Jawohl. Okay, ich rette dich, mein Schatz. Nee. Keine Sorge. A lady told me there were a couple of emergency centers set up for isolated women and children right after the event. One of them was in North Haventon, but that was in the early days. I don't know if it was wrapped up well enough to resist the dust. It might be worth taking a look there. Okay. Alles klar, danke für die Info. Karte wurde aktualisiert. Ja, wir müssen da jetzt irgendwie darüber. Okay, das machen wir schon irgendwie. Könntest mir jetzt hier auf der Stelle einblasen, dann wäre alles okay, meine Kleine. Ja, dann wärst du gleich, dann wärst du mir nichts mehr schuldig, ja. Aber in dieses Spiel geht es ja leider nicht. Aber in Wirklichkeit, ja, da würde ich dir jetzt sowas von rannehmen. Also, die hätte dann keine andere Wahl, ja. Die müsste das dann machen. So, runter hier. Wo ist denn hier nochmal das Röhrchen da? Alles klar, wir werden jetzt hier schon irgendwie einen Weg da finden, darüber zu kommen. Oh, okay, das ist hier also generell hier alles im Arsch. Okay, okay, dann kann ich also nur da nach oben. Gut, machen wir das mal. Die Explosion hatte jetzt irgendwie irgendwas da nochmal, ja, noch ein größeres Loch gemacht, dass es eh schon da war. Ja. So, wie benutzen wir nochmal den Hakenarm mit X? Okay. So, und diesmal ein bisschen mehr Schwung nehmen, weil beim letzten Mal bin ich da runtergefallen und... Yes, geschafft. Wunderbar. Schauen wir nochmal kurz auf die Map. Okay, da muss ich jetzt einfach runter. Und dann darüber marschieren. Kann ich denn da runter? Ja, natürlich kann ich da runter. Warum sollte ich es nicht können? So. Also dann laufen wir jetzt aber hier mal ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ganz klug ist, hier zu laufen. Ihr solltet auch lieber gehen. Ja, weil sonst verliere ich hier nur noch mehr Ausdauer und noch mehr Leben. Und das ist natürlich nie so schön. Karte aktualisiert. Ja, wäre ja auch... Ah ne, okay, ich kann da schön durch die Mitte. Alles klar, hier haben wir dann auch nochmal eine Soda. Wunderbar. Wunderbar, super. Und hier kann man dann schön über die Stange darüber. Sehr schön. So. Ich werde auch weiter gehen, anstatt zu laufen. Das wäre hier nämlich doch um einiges klüger, weil ich bin eh gleich am Ziel, also. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist. Vielleicht ist Laufen doch besser. Ich weiß es nicht. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht der... Ah, steht jetzt hier nicht weiter, oder? Kann ich hier irgendwo nach oben? Nö. Aber eigentlich könnte ich da doch locker drüber gehen. Naja, dann halt nicht. Dann muss ich da rüber. Ja, hier hoch. Kletter hoch, Mann. Oder geh halt hoch. Je nachdem, wie du willst. Mir wurscht. So, da sollte ich doch rüberkommen irgendwie, oder? Ah, da vorne. Schaut mal, da vorne muss ich hin. Okay, da kann ich auch hinlaufen. Da kann ich auch hinlaufen. Das ist gar kein Problem. So, da bin ich ja gleich drüben. So. Okay, Gegner zu überraschen ist eine gute Strategie. Ja, sowieso. Das weiß ich. Das weiß ich schon lang. Mace Mutter retten. Okay, die ist also jetzt hier in diesem Hotel irgendwie drin, oder was? Okay, ich schätze mal, dass es hier mal wieder nett zur Sache gehen wird. Okay, hier sind zwei. Okay. Au. Okay, ich gebe dir das hier. Ich bin so nett. Ich meine, Ladies muss mir doch immer helfen, oder? Ja, habe ich gern gemacht. Ach so, welcome. Das heißt, sie haben sie schon vergewaltigt, oder was? Euch zwei auch? Wollt ihr einen Dreier? Hm? Wollt ihr? Ein bisschen? Er ist gar nicht so groß. 15 cm. Passt perfekt. Wollt ihr? Nicht? Okay, die schauen mich eigentlich nur blöd an. Na gut, dann schaut mich halt blöd an. Irgendwie will hier keine...
Ja, umso früher, umso besser, dann ist sie nicht ausgeleiert. So. Alles klar, dann machen wir uns mal hier auf den Weg. Ich denke mal, ich werde mir jetzt hier noch zwei Schmerzpillen reinhauen, da. Dass ich da ein bisschen mehr Leben habe, dass ich da ein bisschen besser vorankomme. Okay. Mays Mutter, wir kommen dich holen. Ich schätze mal, da geht es noch gleich nach oben, aber ich schaue hier doch mal nochmal nach. Vielleicht kann man ja hier noch irgendwo Munition oder so finden. Ja, schaut, Munition. Wunderbar. Und das hilft mir natürlich sehr. Ja, jede einzelne Kugel hilft mir natürlich sehr in solchen Situationen, wo ich anderen gegenüberstehe. Ja, das ist natürlich immer klar. Sollte man eigentlich immer machen. Mein Mikro ist so weit unten. Das ist irgendwie voll ungewohnt. Ich mag das nicht. Aber ich kann das ja während ein LP jetzt hier nicht ändern, weil dann muss ich mir da meine Schraub, meine Dinge hier raus und meine Zange und dann da wieder nachdrehen, weil das ist irgendwie locker. Okay, scheiße. Okay, den werden wir hier jetzt mal als erstes... Ihr seid also voll die Vergewaltiger, hä? So. Habe ich nicht. Ich habe euch alle erledigt hier. Ja. Du kriegst keine Hilfe, du Arschloch. So. Schön haben wir das gemacht. Den könnte ich erledigen, aber das mache ich nicht. Das wäre viel zu gnädig für den. Okay, hier könnte man das öffnen. Da drüben habe ich aber noch was. So, man, so erledigt man die Penner einfach, ja? So erledigt man die Penner. Ah, hier haben wir noch Medikit, sehr schön. Dann erst die Hilfekasten wieder mal aufgeholt. Aufgehoben. Ja, ich kann auch kein Deutsch hier. Ich kann nichts. So. Den lassen wir langsam verrecken. Der hat's verdient, langsam zu sterben. Das sind Vergewaltiger, ja? Das sind Arschlöcher. Die vergewaltigen sogar Männer. Die würden sogar mich in den Arsch ficken. Ja? Und das heißt was. So. Okay. Ich muss hier aufpassen, weil hier könnten überall irgendwelche sein. Ich sollte immer gleich die Pistole hier ausgerüstet haben, weil vor Pfeil und Bogen haben die ja keine Angst. Ah, die lassen sie auch tanzen. Okay, den Typen werde ich... Nee, warte mal, den muss ich erschießen. Also lauf. So. Ja, schieß deinen eigenen Typen, da habe ich nichts dagegen. Er schießt den eigenen Kumpel, der hat auf den eigenen Typen geschossen, ey, wie geil ist denn das? So, du bist auch down. Das war schön, Mann. Das hast du gut gemacht. Dafür lasse ich dich langsam sterben. So, Mädels, wer hat gesagt, dass ihr aufhören könnt zu tanzen? Hä? Jetzt bin ich hier in diesem Laden. Komm schon, tanz für mich! Oh Mann, die sind hier aber echt krank. Die bauen sich hier einen eigenen Puff auf, oder wie? Obwohl, warum nicht? Zu der Zeit. So, öffnen wir das hier mal. So. Alles klar. Ich hoffe, das bringt sich auch was. Wo bin ich denn hier jetzt? Okay, wieder meine Pistole ausgewählt. Okay, hier ist irgendwie keiner. Gut, da hinten leuchtet wieder was. Da können wir uns wieder was aufheben. Oh, shit. Hey, Alter. Bist du alleine? Okay, du bist alleine. Okay, wenn du alleine bist, dann kann man sich ja hier im Nahkampf mit der Machete schön werden. Dann kommt nämlich kein anderer dazwischen, das ist super. Und die haben wir wieder... Ja, jetzt haben wir 4 Schuss, Mann. Jetzt haben wir 4 Kugeln. Heilige Scheiße, die können mir hier gar nichts. Ah, hier können wir das aufschießen. Machen wir. Dafür habe ich auch eine extra Kugel. Da drin gibt es sicher irgendein gutes Zeug. Ja, sollte man nicht mal gucken. Umsonst haben sie das hinzugesperrt. Und da sehe ich schon eine andere der Linkspritze. Und die ist sehr, sehr gut. Ja, die ist verdammt gut. Und was haben wir hier noch? Ein Schmerzmittel. Ja, eigentlich ziemlich gut. Und da hinten haben wir noch was. Schaut mal. Wie ist denn das? Ah, eine Trinklösung. Okay, sehr schön. Und hier haben wir noch eine Wasserflasche. Alles klar. Sehr schön. Hat sich ja gelohnt. Ich komme ja hier mit 3 Kugeln genauso gut zurecht. Ja, ich bin ja hier keine Pussy. Ich schaffe das auch so. So, dann geht's hier nach oben. Alles klar. So. Okay. Na, ihr Penner, wo seid ihr denn? Wo sind ihr doch ein paar? Oh, hier ist Blut. Okay, hier sieht es auch ein bisschen creepy aus. Hier ist es auch ziemlich schön verwinkelt. Was? Let me down? Ah, da auf der anderen Seite. Den hole ich mir jetzt.
komme ich da rein? Ich komme da nicht rein. Wie komme ich da zu dem Typen, Mann? Ah, der will auch noch ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt erschießen soll oder nicht. Alter, komm, wie komme ich denn zu dem? Der kommt auch nicht runter oder so. Hallo, wie komme ich zu dem? Naja, scheiß drauf. Man kann nicht alle retten. Ja, ist halt so. Da komme ich hier noch. Nee, da komme ich nirgends irgendwie zu denen. Hey, Alter. Hey. Wo kam denn der auf einmal von hinten daher? Okay, ich habe 3 Schuss, Leute. Die haben alle keine Waffen. Okay, 2 Kugeln könnte ich. Okay. Ich töte mal hier den größten. Hey, don't shoot us! Kann ich dich? Scheiße, das sind zu viele. Das sind zu viele. Step back. Look, we're not bad people. Just let us go. Stepping back. Oh God, we don't want to die. Back off. All right. Let's not be so hasty. Step back. All right. Payback time. Take it easy, man. Hey. Shit. He's playing us, man. Someone help here. I can see it from here. You missed. That's an empty gun. Payback time. Scheiße, mach einen Kill. Go. Okay, ich habe das gerade noch irgendwie geschafft. Jetzt habe ich aber nur noch einen Bogen, Mann. Jetzt habe ich nur noch einen fucking Bogen. So, schnell dich hier hochgeheilt. Das ist natürlich ein bisschen scheiße hier. Ah, jetzt habe ich nur noch den Bogen. Ich hätte vielleicht doch nicht drüben hineingehen sollen. Es ist halt alles doch ein bisschen scheiße hier. So, Schmerzmittel wieder aufgehoben. Wunderbar. Es ist halt doch, man muss halt eben gucken, wie man hier irgendwie zurechtkommt. Und das waren jetzt echt viele. Und ihr wisst, dass man halt hier nicht so leicht kämpfen kann, ja. Okay, hier kann man dann wahrscheinlich nach oben, oder? Ne, ich bin ja schon ganz oben. Okay, ich bin schon ganz oben. Wo ist denn die jetzt eigentlich da, die Mutter von May? Wer, wo, was? Scheiße. Nein. Oh, fuck. Okay, jetzt ist es Zeit, hier ein Medikit zu nehmen. So, lauf. Fuck. So, komm um Sekt, du bist tot. So. Holy shit, Mann. Das ist wirklich knapp hier. Knappe Sache. So, ein bisschen Rattenfleisch, ein bisschen Obstsalat. Nee, Obstsalat hilft mir hier gar nichts. So, Schmerzmittel noch reingehauen. Okay, ich glaube, da ist noch einer da drin, oder? Pfeil aufgehoben. Das ist vielleicht die Mutter von May, kann das sein? Bist du das? Oh oh. Alter. Hey. Okay, schön, dass du dich gleich auf Knie bewegst. Sehr schön, dann kann ich dich gleich nämlich hier schön attackieren. Wunderbar. Okay, hier haben wir noch dann 2 Döschen, 2 Konserven. Mal schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas finden, bevor ich jetzt hier Mays Mutter rette. Okay, haben wir nichts. Gut, also, komm her. Haben wir doch schön gemacht. What? I don't want anything. I'm just here. Don't come any closer. Don't touch me. Don't even think about touching me. Hey, look, I'm untying you. Okay? No problem. Who are you? I'm a friend. I don't have any friends. I'm with May. May? My daughter? You've seen my daughter? Where is she? Don't worry, she's safe. She's with Henry. And I'm here to get you out. Okay, whoever you are, let's go. I think I know how to get us out of here. Alles klar, Leute, wir haben Mays Mutter und jetzt müssen wir wieder zurück und wir machen aber den kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.